Willkommen zu Teil 7 meines Let's Plays von Bioshock Infinite. Und zwar im letzten Teil haben wir einen Trank von Lady und Gentleman bekommen, der uns einen magnetischen Schild verpasst, mit dem wir ja, im Kampf einen kleinen Vorteil genießen. Weiterhin haben wir gelernt, uns mit dem Haken über die, mit unserem Skyhook über Balladehaken zu schwingen. Und ganz besonders wichtig, wir haben im letzten Teil neben der Pistole zusätzlich ein Maschinengewehr bekommen. So, wir sind jetzt hier in der Bruderschaft des Raben. Stand da gerade. Ja. Oh. John Wilkes Booth, das ist doch der Typ, der Abraham Lincoln erschossen hat. Gut, Empfangskomitee ist auch schon da. Irgendwie war das fies. Ja. Da ist doch noch ein. Gut, das ist es dann auch schon gewesen. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich. Und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Okay, interessantes Bild. War ich da schon? Hier ist nichts weiter. Habe ich irgendwo einen Eingang übersehen? Nein. Ah, ach so. Okay. Gut, wir haben alles abgerast. Gehen wir weiter in den nächsten Raum. Aha. Und so. Oh. Führte uns der Prophet nach Peking und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Gut, bis jetzt haben sie mich noch nicht bemerkt. Das, ja, könnte ich doch eigentlich mal was Schönes ausprobieren. Wow! Hat besser funktioniert, als ich gedacht habe. Oh! Ich sollte besser aufpassen. Ah gut, mein Schild ist schon nieder. Es sind noch welche. Oh. Eins. Zwei. Und. Gut, das. Wovon hat der große Befreier die Neger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten, von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkten, dort seht ihr es.
Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Geht nach Finkten. Was war denn in Finkten? Weiß es irgendjemand? Klasse. Ach, das ist der Schlüssel für die Truhe, die ich vorhin gefunden habe. Hoffe ich zumindest. Na dann. Wir sagen fix zurück zur Truhe und guck mal, was da drin ist. Bestimmt irgendwas Geniales. Da kommt so gerade aber auch ein ganz schönes Ding am Wackeln, wo ich mir die Rede, die ich mir gerade angehört habe. Boah. So dürfte er weiter nichts mehr. Wow, neue Gegner. Noch eins. Ah, die halten mich nur auf. Vorhin noch einer. Wo ist denn der schon wieder hin? Aha! Kam wohl doch nicht von hier. Wo ist der denn? Na klasse. Ich bin aber auch ein Held. Schreit eine Wand an und schafft es trotzdem noch, mich zu treffen. Klasse. Ah, da hinten war das ja schon. So, Ladehaken rüber. Perfekte Landung, schnell runter, Truhe und wieder weg. Ach klasse, noch so eine. Nur manchmal Schild. Immer schön der Reihe nach. Oh nö, das ist ja alles voll. Schnell wieder zurück zu dieser Rabenbruderschaft. Kann ich auch gleich mal sehen, wie es weitergeht. Achso, da wurde ja vorhin auch gesagt, dass der Schlüssel bei den gefiederten Brüdern ist. Damit war wahrscheinlich diese Rabenbruderschaft gemeint. Oder Bruderschaft des Raben oder ja, wie auch immer. Raben hin oder her. Ich meine, Raben sind cool, aber die hier drinnen zu lassen, damit die alles vollkacken und zerlegen können, ist natürlich auch ein bisschen heftig. Nach 1 Uhr heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Ja, klar. Bisher hat er erwiesenermaßen... Schluss jetzt. Er kämpft bestimmt gleich gegen den Redner, der vorne auf der Bühne stand. Diesen Rabenonkel. Eine Garantie? Wer hat schon Zeit für all den Papierkram?
Ach warte, Geld rausholen. Warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Ach verdammt, was stand da jetzt? Zelle. Oh. Sieht nicht sehr spaßig aus. Wie war die? Verdammt! Da ist er! Oh. Kommt doch bestimmt gleich irgendwo. War da grad? Nee. Ich werde mich noch einmal verlagen! Hat geklappt. Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Oh. Teuflisches Zeug, das. Wartenkraft. Kann ich mich dann auch so teleportieren? Naja, teleportieren ist anscheinend nicht mit drin, aber Mörderkrähen auf jemanden zu hetzen hat doch auch seinen Wert. Okay, ja, doch, ist relativ cool. So, ansonsten. Nein, da ist ansonsten nichts. Dann. Ja. Butterautomat. Aber dafür mit einem Kleidungsstück. Der falsche Hirte, dieser Anarchist, ist entweder ein zwergenhafter Mulatte oder ein einäugiger Franzose. Nicht größer als 1,42. Mit diesem wunderschönen Satz schließen wir jetzt Teil 7 und sehen uns wieder in Teil 8.